Ja. Ach, zusammenrücken. Ja. Zusammenrücken wie die Wölfe. Wie die Wölfe, ja. Okay, alles klar. Okay, geht das noch? Steht hier schon gegen? Ja, danke. Und ein Teller? Ja, ein Teller. So. Dankeschön. So. Moin Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem German Freak ASMR Kanal. Heute geht's wieder. Heute eine richtig geile Geschichte hier. Wir haben uns, ich und der Food Narco, hallo, zu meiner Linken. Ich oder bin zu meiner wieder zurück im Mukbang Game. Ja, genau. Er hat es endlich wieder geschafft, bei mir vorbeizuschauen. Nach langer, langer Zeit. Ich bin sehr froh, heute mit ihm dieses geile Essen zu teilen. Und zwar sind das 6 Packungen. Wie heißen die noch? Das sind diese hier, das sind die Nuclear Fire Noodles, Freunde. Nuclear Fire Noodles. Wir geben uns richtig davon. Außerdem heute noch dazu 30 Grad draußen, meine Wohnung Richtung Südseite. Es ist richtig schön heiß hier schon. Beste Voraussetzung, heute scharfes Essen zu essen. Ne? Genau, es ist richtig geil, nochmal zum Spätsommer. Und ja, auf jeden Fall, das sind die Nuclear Fire Noodles. Ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, 8000 Scoville sollen die haben. Ich glaube es tatsächlich nicht, weil die sind, glaube ich, schärfer eigentlich. Also, 8000 klingt ziemlich wenig. Ja, eigentlich schon. Das ist schon mehr, glaube ich. 8000 ist was für Schwächlinge, würde ich sagen. So, ne? Also, ne? Die können wir locker verputzen, würde ich sagen. Ja, deine Soße hat auf jeden Fall mehr, oder? Die hat zwischen 60.000 und 80.000. Ja, echt jetzt? Ja. Krass. Ja, was ist das hier noch? Ah, das sind so Sesam. Ah ja, Leute, wenn ihr diesen Anblick mögt, gebt einen Daumen nach oben und teilt dieses Video, weil jetzt wird richtig einer weggefressen, Freunde. Aber von allerfeinsten. Und was ist hier jetzt drin? Das sind so Gewürze noch, ja? Ja, richtig, Gewürze, scheiße. Ah nein, das werde ich rausschneiden. Das kannst du wegpiepen. Würze! So, jetzt wird richtig einer weggewürzt hier. Ich weiß nicht, ob das was besser ist, Freunde. Soll man das würzen oder nicht? Was meint ihr? Muss man vielleicht vorher auch reinmachen? Ich weiß es gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja jetzt auch kein Rahmennudeln-Spezialist. Ja, machen wir mal so. Kann man immer noch durchmischen hier. Geil! So, geil hier. Werfe ich das hier auf den Boden einfach. Schmeiß weg? Ja, ist da eh scheißegal. Es landet alles auf dem Boden. Ich muss ja immer nach jedem Video eh putzen hier. Ja, und wir machen mal hier richtig Dreck. Okay, lass uns mal ein Dings machen, ein Bild fürs Thumbnail. Achso, irgendwie so. So? Oder so. Also so? Oder warte, oder so. Oder so. Ja, okay. Wir werden schon irgendwas finden. Cool. Ja, wie isst man das denn jetzt? Wie soll ich sagen? Nicht. Also man kann es vor einer Platte essen oder hast du hier so coole Teller bereitgestellt? Ja, geile Teller. Ich weiß es auch noch nicht. Zum Notfall haben wir noch hier zwei Bio-Kefir. Also sind auch schon ein bisschen angewärmt von der Sonne. Auch warm. Und Vitamalz haben wir natürlich. Genau. Du hast deins noch nicht auf, ne? Aber nee, noch nicht. Aber ich mache das mit meinem Auge auf. Okay. Ich wollte einmal, habe ich mal versucht, ein Bier aufzumachen mit meinen Zähnen, weil ich habe das irgendwo gesehen. Dachte ich, wow, cool, das will ich auch. Auf einmal so, und dann bricht mir ein Zahn raus, Stück Zahn. Ich so, oh, ich Idiot, mache ich nie wieder. Das ist keine gute Idee. Ne? Mit Auge dumm. Ist besser. Ein Auge hast du keinen Zahn, der abbrechen kann, nur genau. Deine Augenhöhle. Richtig, die können, also, können nicht abbrechen, das ist ja hart. Ja. Okay. Ne, dann probieren wir hier mal. Ich werde es mal jetzt, Alter, könnt ihr mit Stäbchen essen, Freunde? Das schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche es. Oh. Oh, doch, so klebrig. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das richtig... Du nicht ans Mikrofon kommen, ne? Nein, aber mein Mikrofon klebt eh schon so ein bisschen Essen. Ich muss es ab und zu sauber machen, tatsächlich. Was war das Letzte, was du hier gekocht hast? Tantuni, dieses türkische... Ah, stimmt, das habe ich gesehen. Das sah sehr geil aus auf dem Foto. Ja, es war auch geil. Also ich will mich ja auch selbst loben. Und dann sage ich, es war auch... Muss man auch mal machen, ne? Es war einfach geil, Freund. Geil, muss man sagen. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut mal vorbei. Oh, ich habe hier so meine Probleme mit diesen. Die sind geil, scharf auf jeden Fall. Aber kann man noch aushalten. Aber wenn man so viel davon isst, dann. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich sehe ja manchmal die YouTuber, die halt diese Fire Noodles essen. Und die dann richtig durch, so voll scharf und so. Und ganz das ehrlich, ist gefaked. Ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, ey, das geht. Also. Bei mir geht es halt nur nicht gerade mit dem Essen ganz. Ich versuche das hier mit dem Teller, ne? Ja, hau ich gleich rauf. Wir können uns ja das so teilen. Hier kommt meine Saba sozusagen. Du kannst mit dem Teller essen. Das ist noch für das Aroma. Ne? Doch, aber die brennen doch schon, ne? Ja, jetzt. Oh ja, die brennen nach. Ich hab's hier oben so, oben in der oberen Mundpartie. Ja, das gut. Meine Ohren brennen ein bisschen. Also meine Ohren brennen nicht, aber kennst du das, wenn das so
wenn du so ganz scharf bist und dann ist ja dieser ganze Mund-Rachenraum betroffen und dann merkst du es in den Ohren irgendwie auch. Also es brennt zwar nicht, aber irgendwie. Mhm. Ja, doch, das ist irgendwas ich, passiert ich auch in den Ohren. Gehabt. Irgendwas passiert in meinen Ohren, verdammt nochmal. Die werden freigeschärft. Ich weiß nicht, ja, wird schon richtig sein. Oder ne, so machen wir Asiaten das hier so. Ja, du bist auf jeden Fall auch ein Asiate. Ich bin auch Asiate. Mit deinem Hut? Mit meinem Hut bin ich Asiate. Da, als Food-Narko, der Food-Asiate. Der Food-Asiate. Der Food-Asiate. Meinst du, den gibt es auch schon? Ah, bestimmt. Es gibt ja so, ich habe gesehen, auf Netflix habe ich mal gesehen. Samurai-Gourmet? Hast du dir Samurai-Gourmet angeguckt? Nee, hast du mir letztens empfohlen. Ich habe aber mal Netflix gekündigt. Was ist das denn? Der Samurai-Gourmet handelt von einem Mann, der pensioniert wird. Und der weiß dann nicht, was er so mit sich anstellen soll. Aber dann geht er alleine essen. Das hat er noch nie wirklich gemacht. Ja. Und er geht alleine essen. So. Und ich will nicht spoilern. Das ist halt sehr lustig. Das ist so ein bisschen wie ein Anime in echt. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr lustig. Auch mit Weisheiten, viele Weisheiten drin. Und wer auf Samurai steht und essen, sollte das gucken. Ich wollte sagen, ich habe mal so Cowboy-Filme gesehen oder so südkoreanische. Ja, so kann man das auch südkoreanische Cowboy-Filme? Ja, so ein bisschen Italo-Western-mäßig. Auch mit viel Action und so oder eher so ruhige? Mhm. Also, in Korea sagt man ja Action. Nein, aber war schon Action. Also die haben mich an diese Italo-Western erinnert, aus den 60er, 70er Jahren. Mhm. Ja, so ein bisschen hier, spiel mir das Lied vom Tod oder zwei Gläuche Lunken. Mhm. Ja. Was ist das? Ja, schon hier, bist du schon richtig am Saufen hier, wa? Aber das schon, brennt doch schon ein bisschen. Ja. Und wird da auch gegessen in den Filmen, in den koreanischen Essensfilmen? Ja, nicht. Nee, das nicht. Ach so, nee, das war jetzt nur, weil wegen Rahmen. Also ich dachte, Korea Leitung, so. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Nudeln, die kleben ganz schön. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass das so ganz richtig ist. Aber es bleibt nicht aus. Ich glaube, ich werde gleich härtere Maßnahmen ergreifen und eine Gabel nehmen oder so. Ja, ich probiere es noch tapfer mit dem Stäbchen. Ja. Es wird auch immer schärfer, habe ich das Gefühl. Mhm. Als wenn es so. Nachbrenner. Mhm. Ey. Es geht mir auf den Sack. Habe ich Gabel mitgenommen? Nee. Oh, noch Scheiße. Einen? Ja, den muss ich doch so essen. Nützt nichts, ne? Ah, dann lerne ich das jetzt hier. Ja? Schön hier rahmen. Boah. Und. Irgendwas wollte ich erzählen. Irgendwas stimmt. Du hast echt voll recht. Was ist das? Wieso fängt das mehr an zu brennen? Umso mehr man ist, umso schärfer wird es irgendwie. Vielleicht hobeln sich so die Geschmacksknospen, werden so freigelegt. Ja, stimmt. Da wird der Belag sozusagen abgebrochen. So einmal so abgeätzt und dann... Ja, ich habe auch schon Tränen in der Augen. Aber die sieht man zum Glück nicht, weil ich eine Sonnenbrille trage. Du trägst auch immer nur Sonnenbrille. Ich trage Sonnenbrille, weil ich immer viel weine auf der Straße. Ja, fuck, okay. Okay, vielleicht ist das doch nicht so fake bei den anderen YouTubern. Vielleicht ist es doch... Die Fakers. Real. Reale Schärfe. So. It's getting real. Komm rüber, du. Ja, vor allem... Meine Lippen brennen jetzt. Ja. Hast du auch ein Taschentuch für mich? Ich muss meine Tränen trocknen. Ein Taschentuch, echt jetzt? Ja. Ah, oh, deine Nase ist ja auch schon ganz blass. Ja, ich habe das immer, wenn es richtig scharf ist und dann... Gott. Meine Tränen trocknen. Ne? Wir haben uns auch alles reingeknallt. Also alles, wir haben 6 Packungen von diesem Chili-Zeug reingeknallt. Also alles, keine warm. Alter Schwede. Ich dachte wirklich, ist nicht so hart. Komisch. Manchmal machen die Leute auch das auch mit Käse oder so. Mm. Ey, ich krieg das jetzt wie nicht. Wie so Mac and Cheese? Ja, also kannst du ja noch irgendwie Käse rein. Mhm. Kannst du noch pimpen, ne? Habe ich letztes Mal versucht, aber das ist mir sehr missglückt. Ey, Stäbchen ist, Essen ist nicht meine Welt. In Asien warst du auch noch nicht, ne? Das ist ja. Nö, nur mit dem Finger auf der Landkarte. Nee.
Aber du warst ja in Asien gewesen. Ich war in Asien. Boah, ja. Hier oder sowas. Guck dir mal die Keule an hier. Da hast du ja ordentlich was weggeholt. Boah, oh, das sind ja, ich glaube, 600 Gramm Nudeln. Nee, warte. 140? Es sind 140 pro Packung. Also 640 sind irgendwas mit 700. Schreib es in die Kommentare. Wie kann ich rechnen? Ja, wie kann ich mehr rechnen? Wir haben die Kontrolle verloren über unser Leben. Boah, ja, ne? Ich glaube, das ist nicht ganz so richtig, was ich hier gemacht habe. Ob es auch schmeckt, ne? Wenn man noch was schmeckt. Oh, auf jeden Fall, ja. Ey, ist mir scheißegal. Ich hole jetzt eine Gabel. Hast du auch eine Gabel? Ja, fürs Standby vielleicht. Ja. Also, ich bleib sitzen. Ja, bleib sitzen. Kannst du nicht schneiden. Das ist scharf. Und halt dich doch mal mit den Leuten, ja? Sag aber was. Also, was soll ich sagen, ne? Was sind denn eure? Habt ihr Nudelempfehlungen noch? Habt ihr auch so Nuclear Fire? Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Moment. Ich muss einen kurzen Schluck trinken. Oh, verdammt, ich komme gleich wieder auf eine. Oh Gott. Oh, Kacke, okay. Boah. Okay, oh, ich bin nicht mehr. Okay, ich bin wieder da. Na, hattet ihr eine gute Zeit? Ja, ich war ein bisschen sprachlos gerade. Jetzt kommen wir. Jetzt lege ich ja. Ich dachte echt, das ist so eine Kinder-Challenge, ja. Wo du gesagt hast, komm, das Challenge mach ich dir. Ja, locker, easy. Kinder-Challenge. Sind wir nicht bei den Kindern. Sind wir bei echten Männern. Echte Männer essen. Echte Männer essen. Ramen-Nudeln. Oh, es dreht sich alles schon auf dem Teller. Oh. Boah, wie ist das Konzept der Sendung noch? Muss das alles aufgegessen werden? Ja. Wir haben jetzt 13 Minuten also. 13 Minuten schon rum? Ja, wenn man will, kann man das schaffen in 25. Boah. Okay, krass. Auf jeden Fall, ja, in Asien, da isst man mit Stäbchen, ne? Ich war schon mal in Asien, habe ich gesehen, dass man ein Stäbchen isst. Und da habe ich mir das Learning by Doing beigebracht. So, und dann kannst du das anstopfen. Boah. Ach ja, aber du hast, da hast du Stäbchen essen gelernt? Habe ich Stäbchen essen gelernt. Wo denn? Welchen Land? Es war in Kasachstan. Japan. Wo mein Messer geschmiedet wurde. Ich habe ein Messer? Ich habe ein Fußmarkmesser. Ja. Es wurde in Japan geschmiedet. Und wow, von einem echten Samurai. Von einem echten Samurai, der auch schmieden konnte. Und da haben die Samurai mir auch gezeigt, wie man mit Stäbchen isst. Das war dann so inklusive. Oh. Okay, man. Selbst beim Sprechen, als ob so Feuer aus meinem Mund kommt. Also das Cover auf der Tüte ist auch kein Fake, nee. Ist so Real Talk. Mm. Oh, aber ich mag es echt. Also ich finde es echt lecker. Ist es auch. Ja, aber nur danach. Nur danach. Warte, ich hole mal ein Taschentuch. Ist auch noch eins? Oh, ja. Ja, hier nimm mal ein Taschentuch. Oh, krass, ich hoffe. Oh Gott. Ich bin nachher auch noch zum Essen eingeladen. Beim Essen eingeladen? Zum Essen? Ja, ich bin. Nachher esse ich nochmal. Warum bin ich nicht? Ja? Meine Freundin hat mich eingeladen. Ja, ich bin nicht eingeladen. Mhm. Ja, toll. Was geht hier essen? Salat. Oh, okay, dann komme ich besser nicht mit. Da gibt es nur Salat, wo wir hingehen. Oh. Aber geilen Salat. Aber ich weiß noch nicht, ob ich später wieder essen kann, nachdem ich hier... Ja. Boah, fuck. Aber du, ich meine, dafür hast du jetzt ordentlich Nudeln schon, ne? Ja. Ah, also wir haben jetzt hier... Ach, das sind 240, 740 Gramm Nudeln, ja? Das geht ja noch. Also, ja. Wenn man das so durch zwei teilt, sind das 325 pro Person. Mal 300, wie viele Kalorien haben die denn? 400! Wie können die denn 400 Kalorien? Oh Gott. Ciao. Na gut, dann sind das 1300 irgendwas. Also das ist der Tagesbedarf gedeckt an Nudeln. An Nudeln auf jeden Fall. Da musst du noch ein bisschen geübt. Ah, stimmt, mit der Drehtechnik habe ich ganz vergessen. Oh. Spaghetti. Habe ich von Italienern gelernt, als ich mal in Italien war. Ach stimmt, die essen mit Messer und Gabel. Ja.
Da war so ein echter Italiener, der hat mir das da gezeigt. Aber weißt du was? Ich habe das. Hier in Deutschland isst man ja häufig so Spaghetti. Man nimmt dann dazu einen Löffel und rollt das so drauf. Ja. Ja. Das soll man nicht machen, oder? Das ist verboten. Kann man, ja, ist nicht verboten, aber es macht keiner in Italien. Da merkt man halt, ob du jetzt Tourist bist oder nicht. Wie machen die das in Italien? Die machen dann einfach nur Drehbewegungen. Ja, so, ja. Okay. Jetzt ist der Punkt, wo es weh tut. Meine Zunge tut weh. Aber auch doch schon ein bisschen. Ich merke es auch ein bisschen sein? Im Magen auch schon. Echt? Oh. Vielleicht erstmal einen Krankenwagen rufen. Schon mal Standby hier. Was haben Sie gemacht? Ja, wir haben zu viel beim German Freak zu viel Nuclear Fine Noodles gegessen. Bringen Sie bitte Dekontaminierungs. Rufen Sie den ADAC. Ja. Rettungshubschrauber. Katastrophenschutz. Oh, fuck. Oh. Aber auf jeden Fall. Okay, du warst ja in Japan, hast du gesagt. Und ja, was hat dir so besonders an Japan gefallen? Oh, das Essen war echt gut. Ist halt alles irgendwie so leicht bekömmlich. Ja. Ist eine sehr leichte Küche irgendwie, finde ich. Und ging es mir richtig gut, ne? Ja. Also ein wenig Kohlenhydrate und so, ist schon eine gute Sache. Kennst du das, dieses 180 Dollar Steak? Nee, aus Sandwich? Gold. Nee, ist nicht aus Gold. Nee, die haben dann so ein extra. Oh, okay. Ja, so ein extra Wagyu oder so, wie das heißt. Wagyu, Wagyu. Ja, ja. Oh, und auf jeden Fall wird das paniert, frittiert und dann wird da, kommt das in Toast rein, da kommt noch eine Soße drauf, ich glaube so eine Tonkatsu-Soße, ich weiß nicht. Mhm. Und das kostet halt 180 Dollar, so ein Ding, so eine Keule. So eine Keule, ja. Das habe ich noch nicht probiert, aber das klingt auch sehr geil. Ich habe nur Wagyu so pur gegessen. Das wird dann live flambiert. Boah. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist gleich Zeit für den Kefir. Boah. Ja, und? Der, was hast du bezahlt? Also ich meine... War nicht billig. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie viel ich gezahlt habe. Aber es war ziemlich geil. Da sitzt du in so einer kleinen Hütte dann, ne? Also so eine kleine abgetrennte Sitzecke. Ja. Und dann kommen die zu dir mit so einem Wagen. Ja. Bevor ich gerade nicht mehr spreche, so schade. genau, und dann haben die so einen Gasbrenner und dann brennen die das halt vor deinen Augen so durch. Das ist richtig geil. Dann kannst du so mit Sojasoße essen, ja. So mit Stäbchen auch. Und hat es gemundet? Das hat sehr gemundet, ja. Das war sehr lecker. Wie gesagt, man isst dann viele Kleinigkeiten auch. Ja. Und dann wird man halt auch satt. Oh, fuck, okay. Was ist da los? Weiß ich auch nicht. Doch, boah. Ja, ich verstehe diese Nudeln nicht. Aber, naja, wenn wir nicht aufessen, dann scheint morgen die Sonne. Du willst doch, dass morgen die Sonne scheint, oder? Eigentlich ist mir egal. Eigentlich kann jetzt auch Herbst kommen. Alter, ist das doch dein Ernst? Mir läuft es aus allen Augen. Aus allen Poren. Also Leute, ja. Am Anfang sind sie nicht scharf, aber. Aber dann doch. Dann schlagen sie zu aus dem Hinterhalt. Sie schlagen einfach zu aus dem Hinterhalt. So wie die Guerillakämpfer. Das sind verdammten hinterhältigen Nudeln. Aber ich glaube tatsächlich, du isst wahrscheinlich in deiner Freizeit oder weniger als ich, weil. Ich mache das ja auf YouTube halt, ne? Ja, wie du weißt wahrscheinlich. Stimmt, ja. Da muss man halt viel essen, weil man viele Folgen macht. Ja, und ich sag mal so, ich bin natürlich größere Portionen gewohnt halt. Ja. Also so 300 Gramm Nudeln sind nichts für mich. Aber du bist ja so ein bisschen Anfänger, sag ich mal, ne? Oder Beginner. Ich bin noch nicht so drin, so in dem Masse-Essen-Game. Aber, und wie hältst du dich dann fit? Nimmst du dann nicht eigentlich... Das ist so ein 200-Kilo-Mann sein eigentlich bei den Portionen, die du immer peinstierst. Meinst du? Ja, ich hab auch zugenommen zuletzt. 4 Kilo. Das kommt aber vom Partymachen, glaube ich. Aber sonst? Also eher Alkohol, Kohlenhydrate und ja, Bier Kater halt, ne? Essen, ja. Aber ich sag mal so, sonst viel Treppenlaufen, Fahrradfahren und viel, also einfach alles, was man so machen kann. Zum Beispiel anstatt Fahrstuhl nehme ich die Treppe. Mhm.
Oder halt überall versuchen zu laufen und so. Hast du noch mal ein Taschentuch für mich? Nein. Ich brauche noch mal ein frisches Ohr hier, ja. Ne? Ja, ich nehme das auch. Schärfe weg. So, ich esse so weiter. So. Oh, so, wie neu. Ja. Wie neu. Oh. Wie neu geboren. So. Nee, genau, so, solche Mengen esse ich nicht. Aber wenn ich irgendwann auch mal endlich anfange, Videos zu machen, vielleicht koche ich dann auch mehr. Also ich koche ja sowieso viel, aber... Ja, machen wir so. Mehr Videos auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr hier den Food Nakoma folgen auf YouTube. Er hat noch nicht so viele Videos, aber er hat gerade gesagt, er macht welche. Ja, also ich mache jetzt welche. Schwörst du? Ich habe jetzt mehr Freizeit, weil das Kartell-Business läuft gut. Ne? Genau, die Chilis wachsen. Die Chilis wachsen und jetzt kann man auch mal Videos drehen wieder. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal keine Challenges drehen. Ne? Keine Challenges. Ah. Warum nicht? Ich werde vielleicht so mit Fruchtzwergen anfangen, so Fruchtzwerge. Ah. Fruchtzwerge mit Food-Narko-Soße übergießen. Ja, du hast irgendwie jetzt neue Soße am Start, ne? Also ich meine jetzt so neue Charge. Ja, neue Charge, habe ich geschmuggelt, ne? Habe ich geschmuggelt wieder. Also ihr Schmuggler, wie ihr immer da durchkommt durch die Grenze. Das Grenzen. War auch eine Reise, ne? Da bin ich mit dem Auto von Mexiko hierher gefahren. Ja, mit dem Auto. Ist das Auto kaputt gegangen und da war dann... Was für ein Auto hast du denn? Ich habe ein VW Diablo GT. Mm. Und da habe ich dann die Flaschen unterm Auto versteckt. Mhm. Da hatte halt eine Panne, ne? Und dann konnte ich nicht weiterschmuggeln. Und dann musste ich erstmal einen Reparier-Kartell-Service nutzen. Ja. Die haben den Wagen wieder fertig gemacht und jetzt habe ich eine Soße hergeschmuggelt. Ah, ihr Schmuggler seid immer die gleiche. Schmuggler, da musst du wissen wie. Mhm. Wo du gerade sagst, ich habe ja jetzt auf den Vlog, ich habe ja noch einen Tingles-Kanal. Mhm. Und, Gott. Ein Tingles-Kanal und da habe ich eben letztens, mache ich jetzt so Storytime. Mhm. Da habe ich letztens so eine Story erzählt, wie ich halt vom. Ja, also ruhig. Ein vermeintlicher Drogenschmuggel, wo ich so beim vermeintlichen Clickbait, Drogenschmuggel dabei war. War eine ganz lustige Story, Leute. Könnt ihr auschecken, wenn ihr wollt. Ich pack's mal in die. Warst du dabei, aber darfst du jetzt nicht spoilern, ne? Nee, ich darf nicht spoilern. Okay, dann muss ich auch noch die Folge gucken. Und ich, ja genau, und ich beantworte das dann mit Ja und Nein. Okay. Und da hast du schon viele Stories noch, die du auspacken kannst. Ja. Und ich muss sagen, ich habe viele Stories. Oh Gott. Ich habe viele Stories einfach im Ausland erlebt. Nicht so in Deutschland. Viele lustige Stories habe ich im Ausland erlebt. Meistens in Polen, auch in Tschechien mal. Weiß nicht. Immer, wenn man nicht unterwegs bin. In Tschechien hatte ich auch mal eine Geschichte, aber da darf ich, glaube ich, nicht drüber sprechen. Sonst kommt gleich das BKA hier rein, wir werden festgenommen. Alte Schmuggelgeschichte, ne? Okay. Stehe ich auf der Blacklist, auf der Blacklist. BKA. Ja, das ist verjährt, glaube ich. Ich bin nicht zum BKA. Ich habe damit auch nichts zu tun, ich war nur Augenzeuge. Boah. Du kennst ja Haftbefehl, ne? Mhm. Und es gab früher auch einen Rapper, der hieß Tatverdacht. Hm. War der nicht von der Firma oder so? Und, ich noch sagen wollte, genau, jetzt könntest du ja noch mal so einen, solltest du mal einen Rapper geben, der Raubüberfall heißt oder so. Also was gibt's bestimmt schon, Raubtier-Rap. Nee, Raubtier. Raubüberfall. Räuberische Erpressung. Ja. Ja. Ich bin räuberische Erpressung. Ich glaube, die Kamera geht gleich aus. Mhm. Ich mache nochmal auf Play. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Wird noch ein bisschen dauern. Dann mach nochmal Extended Version. So, hier bin ich wieder. Back in Business. Ein bisschen akklimatisiert. Wir haben ja einen Lüfter hier an, der steht links von unserer Seite, aber bringt nichts. Gar nicht. Die Hitze kommt von innen. Ne? Wir bräuchten so einen Zungenlüfter. Gibt es sowas schon? Ja. Das wäre eine richtig geile Idee. Patent. Richtig geile Ideen wieder hier kreiert. Geschäftsideen. Genau. Und dann hier, ich habe einen Zungenlüfter entwickelt für Leute, die gerne scharf essen. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann hältst du so die ganze Zeit auf die Zunge. So. Richtig blöd.
Kannst du seine Restaurants verkaufen, ja, ne, für die Kunden. Das, nach dem Essen können die so Ventilator, ja, in den Mund halten. Und die dann so, ja, geile Idee, Mann. Ihr kriegt 500 Millionen, ja, Euro. Ich will 500 Millionen Euro für 5% Firmenanteile. Ja. Also meldet euch, Höhle der Löwen, Löwen, Löwinnen. Höhle der Möwen. Höhle der Möwen. Richtige Möwen investieren. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Startups von Höhle der Löwen eh pleite gegangen sind. So. Hey, ja, aber die haben doch eine gute Idee gehabt. Wie kann das passieren? Auf jeden Fall. Mit einem Löwen im Rücken? Ja, weiß ich auch nicht. Was weiß ich. Ich bin ja jetzt auch nicht das Orakel, ja, von Delphi. Aber der Zungenlüfter, der würde richtig gut gehen. Also, ich werde da mal was entwickeln lassen. Bei Fiverr. Ja, genau, für $5. $5, ich brauche ein Patent. Fiverr ist so ein Portal, wo man so als so kreative Leistung einkaufen kann. Weltweit. Meistens kann man auch, kriegt man schon ein Logo für 5 Euro oder so, wenn man will. Also sieht dann auch so aus. Sieht aus wie ein 5 Euro Logo. Weißt du, es gibt ja auch im Internet so Logo-Generatoren. Deswegen kann ich mir vorstellen, solche Leute irgendwie halt einfach diesen Generator nehmen. Ja, stimmt. Und dann das ist das Logo, boah, einfach. Boah, Alter, das ist so Zeit für den Kefir. Hm. Ich hatte gerade so eine Schärfewelle, die in den Hals gekracht ist. Hörst du zum Piepen? Nee, noch nicht. Dicker. Ey, aber du hast ja noch ordentlich, aber, ne? Kann ich mir das einpacken lassen? Nein, das ist ja, du kriegst hier keinen Food Doggy Bag. Dog Bag heißt das, ne? Doggy Bag, ja. Versaut. Also, hier, guck mal. Wow. Food Narco. Schau mal. Das ist jetzt eigentlich noch deins. Mhm. Ja? Also, ich meine, weil du isst ja wie so eine Katze. Ich bin eine Katze. Eine Food Narco. Du musst jetzt wie ein Mann essen, ja? Ich esse wie ein Mann. Wie ein Mann esse ich die Atomic Noodles. Ja, oh. Stabile Leistung auf jeden Fall von dir, Joel. Ja, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Also, du, hast du heute schon was gegessen? Ich habe auch ein bisschen gefrühstückt, aber nicht viel. Ja, gut, ich auch. Ich habe so einen Salat gemacht und so ein bisschen Joghurt, Karottenjoghurt gegessen. Karottenjoghurt? Mhm. Ja. Selbst gemacht oder gibt es den fertig? Nee, das ist was Türkisches. Das heißt irgendwie Havuç, nee, Joghurtlu oder so. Havuç. Also. Von Eurogida? Salatasi, nein. Habe ich selbst. Oh! Habe ich selbst gemacht. Und zwar, du nimmst Karotten, raspelst die, dann werden die kurz angebraten, also angeschmort oder gedünstet in Olivenöl. Dann packst du es in Joghurt, griechischen Joghurt rein. Oder einfach Joghurt mit einem hohen Fettgehalt, der auch nicht so, der nicht sauer ist, würde ich sagen. Packst du Walnüsse zerkleinert rein, Knoblauch, Salz, vielleicht ein bisschen Pfeffer. Mhm. Choc-Güzel. Choc-Güzel, ja. Richtig geil, das ohne Scheiß. Klingt sehr exotisch, aber. Ah, es ist richtig geil. Ich zeige dir das mal gleich. Ich zeig dir das mal gleich, kannst du probieren. Das ist richtig geil. Also das kann man so zu vielen Sachen essen, zu Fleisch. Fisch. Mhm. Also ich habe mal gehört, das wird... Als Beilage dann sozusagen. Ja, wird so als Messe. Wird häufig als so zu Fisch serviert oder sowas. Mega lecker. Also seitdem ich auch so viele, sag ich mal, türkische Videos gemacht habe, ich bin so ein bisschen hängen geblieben auf dem Essen so, ne? Hab gesehen, du hast viele türkische Videos gemacht. Richtig geil. Ist auch geile Küche, ne? Ja, ist geil, kann man sagen. Und ich würde es auch sogar sagen, es ist gesund. Also. Ja, Mama! Wir essen zusammen 7 Tage lang. Wir essen zusammen. So ein Hunger. Oh, krass, ich glaube. Ich muss gleich aufgeben. Nein, Mann. Oh. Weißt du, was das Ding ist? Wenn du denkst. Wenn ich denke, ich muss aufgeben, dann gebe ich auf. Nein. Das Ding ist, wenn du denkst. Oh nein, alles fällt auseinander. Wenn du denkst, du könntest, kannst nicht mehr, ja, da sind immer noch 10% in dir. Ja. Weißt du, das ist die Reserve. Ich würde es beschreiben als letztes Zehntel. Letztes Zehntel, doch. Ja, weil du denkst, dein Geist denkt. Ich bin also die Komfortzone, ich habe jetzt keine Lust noch weiterzugehen an das Limit. Und dann, aber der Körper ist noch zu viel, viel mehr bereit, als du denkst. Ja, ich weiß. Aber ob ich das auch will? Ja gut, also du kannst natürlich auch aufgeben, wie ein Mädchen. Dann würde ich sagen, ich will aber kein Mädchen. Ein Mädchen sind cool.
Mädchen sind cool. Ja, stimmt, das war jetzt diskriminierend. Das war diskriminierend. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir nicht. Also, okay. Wenn du nicht mehr willst, Digga, dann ess weiter. Aber ich habe, glaube ich, schon mehr als die Hälfte. Und auf jeden Fall. Also, ne? Also ich habe schon meinen Part hier. Aber es ist ja auch eine Challenge, da muss ja auch einen Gewinner geben, ne? Ja, bin ich ja. Dann bist du der Gewinner heute. Ja, wahrscheinlich, weil das ist ja auch mein YouTube-Kanal, deswegen muss ich ja der Gewinner sein. Ja, stimmt. Das geht ja auch nicht anders. Ich wurde heute auch vorher gekauft, du hast mir ja einen Umschlag gegeben, ja, mit Geld drin. 500 Euro. Hast gesagt, in der 10. Runde gehst du K.O. Ja. Bei der Hälfte warst du schlapp. Endlich. Ich habe ja eigentlich den Gewinn gekauft, also diese... Also, wie sieht's aus? Oh, ist noch die Gabel, ich glaube, wo. Und das kannst du dann für deine Freunde mitnehmen, so. Oh, lecker. Würde sich freuen. Richtig schön, scharfe Nudels. Du, aber wenn du, da kannst du ja noch Dingsen drüber machen, Käse. Mhm. Und dann kannst du noch mal. Verspielt sich das auch, ne? Ja, und ich muss auch sagen, ich habe eine Rahmenpizza gemacht. Okay. Ja, wie habe ich die auch noch mal gemacht? Käse dann? Und Ei und so? Ja, die hat wie so eine TK-Salami-Pizza geschmeckt. Ich habe da die Rahmen genommen, gekocht, ausgelegt, dann der Käse drüber. Und sowas, genau, der Käse. Und dann, nachdem es gebacken war, wurde das irgendwie so fest. Und dann war das so eine Art Pizza, aber sehr. Also, es war halt nicht so, der Boden war weich, aber auf jeden Fall lecker. Hast du aber das Video gemacht? Ja, ja. Aber, naja, so lecker wie die TK-Salami-Pizza halt sein kann. Also, ich meine, da gibt es natürlich auch Limits. Deswegen. Hast du die Kapital-Bratpizza schon gegessen? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich mir die gerne kaufen würde. Aber ich weiß nicht, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Nee, vielleicht können wir die ja beim nächsten Mukbang essen. Kapital-Bratpizza. Die ist dann Bra. Auch nicht so Atomic Hardcore, denke ich. Jetzt hat sich das hier jetzt in meinem... Also ich spüre es noch, als ob das so ein leichtes Feuer überall ist, aber es ist langsam besser geworden. Also... Oh. Ich glaube, ich gebe auf. Ja? Ja, aber ich nehme das in der Doggy-Bag sonst mit. Ja, okay. Nochmal zum Aufwärmen. Ja, dann war es das mit dir. Ein bisschen über. Harte Challenge. So. Ich habe auch schon so Zuckungen. So. Ja. Und du siehst auch schon Geister oder Stimmen. Ich sehe schon Geister. Vielleicht eine Psychose bekommen. Essensgeister. Also es steht auf jeden Fall auch hier drauf, dass man von diesen Nudeln auch eine Psychose bekommen kann. Eine Schärfe-Psychose. Das ist was ganz Neues. Da sieht man die Geister-Currywurst rumlaufen. Oh Gott. Also, so, dann habe ich jetzt ungefähr, ich würde sagen, 350 Gramm habe ich 1600, 1800 Kalorien. Du hast, ich würde sagen, 200 hast du geschafft. Also da ist noch... Da ist noch Luft nach oben, ne? Ich glaube, ich muss trainieren. Ja, also du kommst erstmal wieder öfters jetzt zu mir ins Trainingscamp. Genau, dann werde ich hier richtig gedrillt. Soll ich mal machen, so ein Essens-Trainingscamp. So, okay, Leute, jetzt reden wir wieder richtig schnell gut essen. Viel essen könntest du, also richtig gut essen. Und dabei nicht zunehmen. Das ist nämlich die Kunst, mein Freund. Deswegen nach diesem Essen können wir noch ein bisschen quatschen, aber ich glaube, da will ich auch mir irgendwie ein bisschen durch die Gegend laufen und ein paar Kalorien verbrennen. So, ne? Ist ja noch schönes Wetter. Ist ja schönes Wetter, die aber Sonne scheint. Boah, wie spät ist denn das? Ist schon 15 Uhr, was ist das? Ich sehe es. Halb vier. Halb vier. Ja, ich muss aber. Scheiß, muss das Video schnell. Mache ich heute Abend dann. Läuft ja schon. Naja, easy, ne? Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Challenge. Danke für das Bestechungsgeld, das ich bewusst verloren habe. Ah, okay. Okay, Freunde, ich wollte gerade sagen, was geht ab? Ja, mein Gehirn ist gerade auch in Fire. Wir sind hier beim Mukbang und wir essen jetzt Atomic Noodles. Wir essen Atomic Noodles. Die Nuclear Fire Noodles haben wir gegessen. Okay. Wir haben nicht alles geschafft, aber es war stolze Portion. Also, wie viel ist da nochmal? Also, 140, das waren 740 Gramm. Also, fast ein Kilo Nudeln. Da ist noch ein bisschen was übrig, aber es war schon eine richtige Schleckerei, würde ich sagen. Und da hat die Geschmacksknospen haben mir richtig getanzt auf der Schärfe halt, ne? Muss ich auch sagen. Aber war nett mit dir und das ist schön, dass du auch mal wieder hier warst. Ne? Ich war jetzt ja lange nicht da, aber jetzt komme ich vielleicht mal. Ich war auch schon traurig. Ich weiß, muss ich auch sagen. Sonst aber kommt ja keiner hierher. Ja. Ne? in mein Loft. Freunde, okay. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, geht doch einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Mukbangers.
Mukbanger, Freunde. So richtig. Das klingt so ein bisschen wie Gangbang oder irgendwas Pornöses halt. Ne? Aber es ist halt pornös oder so, so gefährlich halt. Ne? So wie von der Street. Ja, genau. Wir haben Mukbangers. Also so eine Crew gründen. Mukbangers. Cool, 36 oder so. So mit altenglischer Schrift. Ja, so. Der altenglische. Sollen wir solche T-Shirts machen? Ja, sollen wir Mukbanger-T-Shirt machen? Natural Born Mukbangers. Aber so Kanal gibt es bestimmt schon. Stimmt. Okay, dann machen wir, weiß es nicht, Postleitzahl, wir machen 36 nicht, weil, aber welche, was hast du als Ende? Ich habe 44. 44, yo, Mukbanger 44 Crew. Was ist das und, für eine Nummer hier? 67 oder 67er. Ich hätte gerne die 69er, aber es ist, ich bin nur bis zu 67. Ich bin nur bis zu 67, ich komme verdammt nochmal. Okay, Freunde, alles klar. Schön, dass ihr dabei wart, zum dritten Mal jetzt. Und empfehlt unsere Kanäle weiter. Food Narco mal besuchen. Er hat eine richtig geile Hot Sauce. Sehr, sehr ausgezeichnet. Ich würde euch das nicht empfehlen, wenn es nicht gut wäre, okay? Auch wenn wir uns 20 Jahre kennen. Ich weiß ihm nicht auch einen Umschlag mit Geld gegeben. Er hat mir dafür 1000 Euro. Nein, Quatsch, nein, war ein Spaß. Okay, tschüss. Ciao.